Hallo, ich lese vor Frau Sorge von Hermann Sudermann. Ein geniales Buch. Wir fangen an mit dem Vorwort bzw. mit der Widmung, die in Gedichtform geschrieben ist. An meine Eltern. Frau Sorge, die graue, verschleierte Frau. Herzliebe Eltern, ihr kennt sie genau. Sie ist ja heute vor 30 Jahren mit euch in die Fremde hinausgefahren. Da der triefende Novembertag schwer atmend auf nebeliger Heide lag und der Wind in den Weidenzweigen euch pfiff den Hochzeitsreigen, als ihr nach langem bangen Stunden im Litauener Wald ein Nest gefunden und zagend standen an öder Schwelle, da war auch Frau Sorge schon wieder zur Stelle und breitete segnend die Arme aus und segnete euch und euer Haus und segnete die, so in den Tiefen, anoch den Schlaf des Nichtseins schliefen. Es rann die Zeit, die morsche Wiege, die jetzt im Dunkel unter der Stiege sich freuet der lang verdienten Rast, sah viermal einen neuen Gast. Dann, wenn die Abendglut verblichen, kam aus dem Winkel ein Schatten geschlichen und wuchs empor und wankte stumm erhobenen Arms um die Wiege herum. Was euch Frau Sorge da versprach, das Leben hat es allgemach. Im Seufzen und Weinen, in Not und Plage, in Mühsal trüber Werkeltage, im Jammer manch durchwachter Nacht, ach, so getreulich wahr gemacht. Ihr wurdet derweilen alt und grau, und immer noch schleicht die verschleierte Frau mit starrem Aug und segnenden Händen zwischen den Hauses armen vier Wänden, vom dürftigen Tisch zum leeren Schrein, vom Schwelle zu Schwelle aus und ein. Da kauert am Herde und bläst in die Flammen und schmiedet den Tag mit dem Tage zusammen. Herzliebe Eltern, drum nicht verzagt, und habt ihr euch redlich gemüht und geplagt, ein langes, schweres Leben lang, so wird auch euch der Tage neigen, ein Feierabend vom Himmel steigen. Wir Jungens sind jung, wir haben Kraft, uns ist der Mut noch nicht erschlafft. Wir wissen zu ringen mit Not und Mühen. Wir wissen, wo blaue Glücksblumen blühen. Bald kehren wir lachend heim nach Haus und jagen Frau Sorge zur Tür hinaus. Ist das herrlich, das ganze Buch. Also ich habe das ganze Buch noch nicht gelesen, aber ich bin angefangen und soweit wie ich jetzt bin, ist es herrlich geschrieben. Ich vergleiche das jetzt dauernd mit dem, was ich auch vor kurzem vom Schiller jetzt endlich zu Ende gelesen habe. Naive und sentimentalische Dichtung. Ich denke, das sollte ich gar nicht machen, weil ich bin dann immer am Überlegen, wo es jetzt ganz genau einzuordnen ist. Ich weiß auch nicht, ich versuche das gerade einfach zu genießen. Es ist einfach herrlich geschrieben. Im Prinzip ist alles total, total den Bach am Runtergehen, aber es wird aus der Perspektive eines Jungen erzählt und der Junge hat so ganz andere kindliche Probleme, wenn überhaupt, und alles ist so heiter. Er möchte gerne pfeifen können und
Das ist viel wichtiger als die schreckliche Armut seiner Eltern, die er irgendwie nur am Rande mitbekommt. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Netzkreiser. Ach ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könnt, dass ich euch das Buch vielleicht komplett vorlese. Ich finde, das ist jetzt ziemlich kurz. Das kann ich vielleicht sogar komplett vorlesen. Ich bin nicht ganz so gut im Vorlesen, aber ich denke, das macht ein bisschen Übung und vielleicht werde ich dann besser. Okay, schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr das gerne lesen, hören würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Netzkreiser.